Hallo, die ist wieder Xi. Und der Edfuhl. Es geht weiter mit Army of Auf Two, du! The Devil's Cartel. Ich merke, wir hatten nur eine kleine Pause. Ja. Ach Jetzt Gott. erzählen wir vielleicht auch ein bisschen mehr. Achtung, da sind die hinter alle Hintern! Die Obstkörbe konnten ihn nicht. Der hat einen Spagat gemacht und ich habe ihn in die Eier geschossen. Und deswegen musstest du das Spiel pausieren. Ja, weil ich die Maus wieder auf die Seite machen wollte. Ach so. Das war so schlimm, das war so schmerzhaft anzusehen, ich musste erstmal einen Schluck nehmen. So, mal sehen, wie lange ich meine hübsche Wand hier wieder habe. Kein Thema. Siehst du irgendwo die Typen? Ja, ganz hinten. Die werfen gleich wieder eine Granate und dann kommen sie näher, denke ich. Mal sehen, wer seine Wand als erstes verliert. Au. Au. Also ich war eigentlich jetzt hinter der Mauer. Okay, ich habe meine Wand wieder zuerst verloren. Negos? Immer diese Sprüche von unseren Charakteren. Ja, immer mit der Ruhe. In dem anderen Spiel noch Scheiße tut das weh. Oder du solltest den Kurs nochmal überlegen. Und hier immer mit der Ruhe. Zack, rein mit der Nadel. Der war Alter! nicht schlecht. Der war schön. Aber es ist keiner gestorben. Doch, da hat einige weggehauen. Oh, Fünffach-Kill! Ja, also komm. Niemand ist gestorben. Verzähl mir nichts. Oh, ich hab da ein bisschen was angezündet auf Versehen. Ah ja, ich hab's bemerkt. Ah. Wie soll ich denn, sag mal, wie soll ich denn eigentlich zielen, wenn du die ganze Zeit da vorne so ein halbes Inferno anzündest? Wo sind hier ein Hotel? Keine Ahnung, wir müssen das erste Mal hier durch. Du hast schon wieder die. Leck mich! Nee. Ja, du hast schon wieder leck mich! Vergiss es, egal was du sagen willst. Der Käse heißt anders. Leck dich, ja! Autsch, ich werde die ganze Zeit durchs Feuer beschossen. Ich suche mir was anderes, um mich dahinter zu verstecken. So geht das nicht. So kann ich nicht arbeiten. Ja, verstehe ich voll und ganz. So, jetzt mal ordentlich einen gegen die Tonne hauen. Ich finde es ja interessant, in was für Autos die hier teilweise rumfahren. Reifen sind echt ein hartes Material, was man nicht so schnell kaputt machen kann. Natürlich nicht. Ach, du lebst ja noch, du Sau. Ja, Entschuldigung. ich meinte nicht dich, das ist ein Kerl da hinten, der da. So. Schluss. Sag mal, von wo schießen die eigentlich? Okay, ich nehme mal deren Auto mit dem TGX0025er. Oh, ruf ihn mal Schild. Da an und sagen, wir haben uns überfahren. Anrufen? Das ist doch keine Telefonnummer. Ja, aber bei der Polizei. Und sagen, ach so. Überfahren. Ein TGX0025. Ja. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Ja, lieber nicht. Schiel auf die Tanks! Welche Tanks? Ach so, von den Autos. Oder wie? Keine Ahnung. Da fliegen schon die Kugeln etwa 5 cm von seinem Kopf entfernt vorbei und. Was hat meiner zwischendurch für Zuckungen? Da kommt noch einer. Au. Mensch, die blöden Fruchtkörbe waren keine gute Verteidigung! Okay bei dir? Nein, nicht wirklich. Da nehmen sie. Was ist hinter dir? Danke. Da kommt noch einer! Ich kann doch nicht mal visieren. Visieren! Von rechts kommt einer! Ich kann immer anvisieren! Jetzt hat! Ist dein Gamepad halt schon wieder zu alt, das ist kaputt gemacht. Alter, das ist Pink Control, das geht nicht kaputt. Das Abwarten. Das wird nur reifer. Ja. Alter, melodramatisch! Eine Drama Queen haben wir anscheinend hier! Na, wo ist die Drama Queen? Ja, da ist übrigens ein rotes Fass. Da ist eine Drama Queen. Kinder, so sieht eine Drama Queen aus. So wollt ihr nicht aussehen. Er sieht echt scheiße aus. Au! Von hinten! Von hinten! Von dir. Nee, von dir ist auch von hinten. Sind denn die alle schon wieder? Die Luft ist rein. Mal sehen, wie es Mason geht.
Ah, gut. Nach Mason sehen. Gott, gib mir meinen Charakter momentan auf den Sack. Ich bin ein wunderschöner Wandläufer. Hallo Mason, hallo. Aber du sind mittlerweile alle alles wunderschön. Ach, der durfte da drin schlafen? Hat jemand überlebt? Nein. Mason! Hörst du mich? Hier ist Alpha, ein Kumpel von Mason. Wer ist da? Alpha. Dann ist Mason wohl tot. Sieh mich nicht so an, ich bin Dann habe ich es also jetzt mit euch zu tun. Verbindet eure Masken mit dieser Frequenz, dann schaffen wir das schon. Das werden sie büßen. Kaufe ich dir auch total ab mit der Maske. Ey, ich hab Full Metal Jacket, Alter. Hä? Naja, ich mach fast vollen Damage mit meiner Waffe. Was hat das damit zu tun? Ach so, ja, stimmt jetzt noch. Du wirst jedes Mal gucken, wer besser ist, oder? Also. In dem Fall war es eindeutig du besser. Weiter oder willst du irgendwas machen? Ich brauch bis Rang 15 nichts. Ich habe keine Ahnung, bis wann ich nichts brauche. Bis wann ist nicht? Das? Ich bin Fiona. Den Namen kenne ich doch. Bei euch sind haufenweise Kartellsoldaten. Oh, ich ja, habe ein paar Freunde zu Mason geschickt, um euch zu meinem Unterschlupf zu holen. Der Plan hat sich wohl geändert. Ja, aber wenn ihr den Treffpunkt erreicht, können sie euch da rausholen. Klingt nicht sehr prickelnd. Egal. Ich habe eure Masken auf dem GPS. Ich kann euch von hier aus führen. Okay. Hä? Los jetzt. Ich komme nicht weiter. Ach, das ist eine Tür. Haha. Ich bin hinter einem Gitter. Du bist echt gerade an der Tür vorbeigelaufen. Das ist cool. Kann ich die Schnitt zu machen? Mach sie zu, mach sie zu, mach sie zu. Nein, 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 nein. Du darfst nicht rein. Nein. Was geht's noch? Wie ist das Passwort? Leck mich. Leck mich. Leck mich. Seid auf den Hauptstraßen vorsichtig. Die suchen euch. Ja, danke. Meine Hauptstraßen. Mal schauen, ob wir die Felsen hochkommen. Dann mal los. Los, los, Räuberleiter. Ah, hol mich wieder runter. Ah, ah, ah. Bravo, weiter jetzt. Einfach wie in Splinter Cell. Ja. Aber in Army of Two war's cooler. Ah, die schießen auf mich. Ah. Rummeln so. Da kommen welche. Können wir den Hinterhalt locken? Wir können doch nur draufballern. Nein, nein, geh runter, geh runter. Ups. Oh, das haben sie uns gesehen. Granate! Das so gut war? Ja, ich habe immer eine Tür gleich getötet. Ah, Granate! Ah! Super, ich bin Kill. Warum bin ich wieder tot? An was bin ich jetzt gerade gestorben? Die Granate. Vermutlich. Nicht schon wieder! Auf uns wird nicht geballert, aber Granaten fliegen noch. Die haben eindeutig zu viele Granaten da vorne. Ja, siehst du irgendwo jemanden? Ja, da hinter den Kisten. Der da. Also jetzt nicht mehr. Ihr müsst weiter zur Sendestation. Ist ja alles in Ordnung, aber lass uns erstmal die ganzen Gegner hier fertig machen. Okay, viel Glück. Immer schön. Wir müssen was gegen das MG unternehmen. Schon los, wieder. Kommen wir näher ran. Hey, hilf mir mal. Ja, ich komme ja gleich, wenn meiner über die Kiste drüber klettert. Jetzt halt nach vorne. Er ist im Glück A. Glück A. A. Nein, dann halt. Ja. Oder keine Ahnung, vielleicht musst du irgendwo anders hin. Guck mal, du als A. Was soll ich? Ich hab kein A. Ja, dann halt den unteren, den X. Oder was ist die Taste da? Jetzt halt nach, genau. Jetzt. Voll unlogisch eigentlich. Weil sowas wie Handbremse oder so braucht keiner. Wozu schieben wir das Ding da eigentlich nach vorne? Da wird auf uns geschossen. Ja, dass wir eben da weiter vorwärts kommen und dass uns auf uns geschossen wird. Ach so. Hast du eine Ahnung, wie ich glaube, wir sollten können. So weit. Einer macht den Lockvogel, der andere flankiert und schaut den Schützen aus. Okay. Ich habe mich jetzt nur kurz hierhin verzieht, dass ich hier ein bisschen verzieht.
dass ich hier ein bisschen... Ah. Lass sie nicht töten. Ich sehe, du hörst nicht gerne auf mich. Nein. Rutscht auch nicht vom Berg runter. Perfekt, danke. Okay. Autsch. Okay, auf welcher Seite musst du denn flankieren? Ich hab keine Ahnung. Wir können ja noch gar nicht flankieren. Sind ja gar nicht alle Gegner platt. Das ist keine gute Situation gerade. So geht das, Mann. Na dann. Hab ich wieder was dazugelernt. Au. Bei dir noch irgendwo. Ah, Gegner. Direkt vor mir ist einer. Da muss ich jetzt erstmal der Grabber erholen. Okay. Hätten wir vorhin auch machen sollen. Was? Einfach mal auf Stopp drücken, kurz warten. Too easy. Okay. Ja, ich bin fast tot. Weiß nicht, was mich da tötet. Bleib da. Hey du Arsch, ich bin hier. Wenn er wieder auf dich schießt, sag's. Dann nutze ich das mal aus, um die Kerle... Der schießt auf mich, glaube ich, gerade. Nee, jetzt nicht mehr. Ich mache einen Schuss und... Wir prüfen mal, ob bei dir noch Leute sind. Ich rück gerade vor. Hier bin ich, du Sau. Kommst du weiter? Da kommt einer bei dir jetzt, der gerannt. Vom Geschütz aus. Ja, ich muss noch weiter nach vorne. Ja, wie gesagt, da kommt einer. Ja, du musst es ja sehr weit zielen. Nein, warum gehst du da nicht in die Deckung? Sanitäter? Ja, kann man vergessen. Ja, check mal. Du kommst bis da nicht mehr hin. Einmal das und ja, wenn du beim Flankieren drauf gehst. Nein, der läuft da hin und dann rammt er dagegen und dann steht er auf. Ungut. Das ist halt immer, sobald die scheiß Ding weg ist, drückst du auf A und dann. Ich bleib jetzt hier stehen. Das ist ein schönes Wetter. Sieht bald aus, als würde es wieder bald regnen. Gut, aber wenn wir einfach so flankieren könnten, wäre es auch langweilig, ne? Das ist so Banane. Was hast du momentan mit den Bananen? Ich weiß nicht, ich will wieder Bananen essen, aber. Dann iss sie! Ich hab keine. Dann kauf dir welche! Kriegst zwar ab einer gewissen Menge Verstopfung, aber stört er nicht. Ihr müsst weiter zur Sendestation. Also mitten in die Kugeln rein. Das Kartell ist schon da. Wir räumen mal eben auf. Okay. Komm, hilf mit. Ja. Ja, kann kuscheln können wir. Ich kann nicht. X. Und dann jetzt. Weiß noch nicht, ob wir nicht vorher lieber da ein paar Typen erledigen. Ja. Hilfst du mit? Ich schaff das nicht alleine. Das Blöde ist halt, die müssen es auch nur in so einer blöden Haltung machen, ne? Sonst werden sie ja erwischt. Sag mal, geht das mit allen Gegenständen oder mit dem Auto? Wir müssen das MMG einnehmen. Einer macht den Lockvogel, der andere flankiert und schaltet den Links kommen einige. Okay. Deckung verloren. Gib dir Deckung. Ich hab die Typen, flankier sie. Ich geb dir Deckung. Moment, ich habe eine Idee. Nein, nicht da vorne, du Idiot! Sollte das Ding doch nochmal auf dich gehen, dann schieße ich einfach von der Seite. Nee, so weit kannst du da nicht hinziehen, das ist das Problem. Hat vorhin schon probiert. Wenn ich hier, ja,
Von gerade vorne. Aber nicht, wenn ich noch weiter zur Seite gehe. Das meine ich. Das sah gerade interessant aus. Weil gerade einer so auf den Knien gerutscht ist und sich mit einem Arm so nach vorne geschoben hat. Während halt auf den Knien. Okay, warte, ich gehe weiter nach vorne. Jupp, mach. Also ich gehe weiter auf die Seite so, dass du da. Ich frag mich, ob ja, totstellen wenn wir sich hier nicht können, ne? Ja, ich glaube wohl kaum. Wobei, ich meine, das war ja. War das andere Army of Two? Das war das andere Army of Two. So, jetzt haben wir noch einen. Schau mal, wie weit der vorläuft. Geh nur kein Risiko an. Mann, bis wir es hier schaffen, das Ding zu flankieren, ist der ganze Rest schon tot. Ja, ich komme nicht weiter, weißt du? Ich muss jetzt halt gucken, wie ich hier weiterkomme. Ich versuche schon, möglichst viele Leute auszuschalten, aber jetzt nein! Warum läufst du vorwärts? Versuch's mal, indem du auf das zielst, wo du hin willst. Indem du mit der Waffe drauf zielst und dann X drückst. Müsste es normalerweise gehen. Siehst du, geht's. Danke für die Ablenkung. Bitte. Hey, ist da auch eine Möglichkeit. Ja. So, jetzt kann ich eigentlich mal vorrücken. Das wäre generell eine gute Möglichkeit, wie ich finde. Wieso zittert mein... Brauchst du Hilfe? Na, wieder nicht. Ich bin auf der anderen Seite. Toma Egadat BAM! Tja, ja. Immer diese rätseligen Gegner. Wow, sie sind sogar in der Lage, da raufzusteigen. So, da rein müssen wir, ne? Alles sauber! Fiona, ist das der Treffpunkt? Das müsste er sein, ja. Dann schauen wir doch mal nach. Wie auf einmal die Tür hinter mir zugeht und ein Ding davor steht, so ein kleines Kreuzchen. Dass wir da nicht durch dürfen. Okay, wir sind jetzt was für ein Rang? Jetzt sind wir Rang 7. Ja, immer noch. Wow. Ich hätte gern 15. 15. Ja, wer redet da? Ja, keine Ahnung. Ja. Machen wir weiter, oder? Ja. Vielleicht beim nächsten Mal, dass ich mir eine Pistole zusammenstelle. Keiner da. Vielleicht dahinter. Okay. Das klingt so danach, ja. Wer bricht auf? Du. Achtung, fertig und los! Ach Gott! Slow Motion! Hey, wie hat der Typ überlebt? Ich hab dir zwei Handys gegeben. Das denke ich mir aber zwischendurch auch, ja. Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt. Doppelpack. Beeilt euch, bitte. Okay, die hört sich. Warte.
Zur Kommando. Zur Kontaktperson. Willst du zur Kontaktperson, zur Kontakt gelangen? Ich nehme rechts einfach. Komm, hilf mir rüber. Du willst doch nur unsere Kontaktperson beeindrucken. Du weißt, dass ich. Warte, hier musst du ja. Der Boost ja, wir müssen fahren. Vielleicht die Leute erstmal erledigen. Nein, komm her. Hier gibt's nichts. Du musst hier hoch. Wo bist du? Hier, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Da ja, ich komme schon. Geh die Mauer. Oh, ja, oh. Na komm, wir ich mache ja schon. Leck mich am Arsch. Okay, ich bin unterwegs nach oben. Viel Glück, Kumpel. Danke. Danke, dass das mein Charakter gesagt hat, sonst hätte ich nicht gewusst, was ich tun soll. Ah, oh, fuck, ich muss. Scharfschützengewehr, okay. Was? Ein großer Grün. Da müssten zwei Männer sein. So ist es. Wir haben das Kartell am Hals. Scheiße. Da geht's nicht runter. Moment. Bravo. Bam. What the fuck? Geh ihnen helfen. Ich räum dir den Weg frei. Alter, stell dir mal vor, ich wäre der Runtergestandene. Das hätte ins Auge gehen können. Ja, hätte schon, aber ist ja nicht. Also, ich meine, passt doch. Mann, du hast die ganzen Typen getötet. Ja. Nein, du hast keinen einzigen getötet, ich hab's alle getötet. Ja. Bei dir blinkt irgendwie viel auf. Ja, weil ich keine Muni hab und der Overkill voll ist. Wäre. Was für ein Spinner. Ja, ich würde da gern... Also, das ist mal das Dämlichste, was man machen kann, oder? Guck mal. Ah. Unsichtbare Wand. Unsichtbarer Kasten. Nach 2 Zentimetern kommt eine Wand und dann... Und dann ist dreidimensional. Ja, würdest du die Freundlichkeit besitzen und da drüber steigen? Wo soll denn ich hin? Keine Ahnung. Fionas Kontakt beschützen. Ja. Wo sind die? Ja, wo schießt du her? Ich bin momentan irgendwo. Ach, deswegen. Ja klar, ich brauchte kein Scharfschützengewehr. Wo soll ich denn jetzt wieder hin? Sag mir doch einmal jemand was. Ja, ich muss jetzt hier volles Slalom gehen hier, Alter. Ach so, so ist das gedacht, okay. Wie kann ich ihn zoomen, weißt du das? Wie zoomst du denn normal? Bam. Nie. Das ist ja das Problem. Schieß halt. Das dann war zack, die Falsche. Und schmeißt deine Granate. Ach so, darum geht's. Weiß ich doch nicht. Ich hab dich getroffen. Ach, komm schon, du gehst so blödes Kind. Ja, stell dich noch auf die Sitze drauf. Danke. Scheiße. Okay. Scharfschützengewehr mit unendlich Munition. Oh, ey. Ich frage mich immer wieder, wie ich diese und jene Gegner nicht treffen konnte. Au. Irgendwas hat mich getötet. Darf ich fragen, was? Nö. Also, darf ich fragen, was? Du darfst nicht wissen, was mich gekillt hat. Spasti. Ja, das habe ich nicht gesagt, du Arsch. Was ist? Was? Nix. Oh. Gutes Projekt, gutes Projekt. Weißt du, ich bin gerade so gut vorangekommen, oder? Auf einmal tot. Ja. Ja, ich wusste nicht, was ich tun soll. Wer soll ich wissen, dass ich da unten mit einem Snipergewehr auf die Typen ballern muss? Das wäre lustig, wenn du kein Snipergewehr hättest. Da lag eins rum. Ah. Okay, also. Nein. Nein, das machst du jetzt nicht. Das ist meine Rolle. Okay, jetzt geht's los. Oh oh. Ich fürchte, ich hab das falsche Gewehr. Warum hast du Sniper? Ich glaub schon. Ja.
ist natürlich äußerst handlich, muss ich sagen. Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt. Komm, Räuberleiter, mach! Ja, warte. So. Komm, hilf mir rüber. Du willst doch nur unsere Kontaktpersonen. Ja, dann bist du wieder die Sniper-Einheit, das kannst du besser. Seit wann? Okay, ich bin unterwegs nach oben. Und wie, du schießt da drauf diesmal. Oh! Ne, erstmal mach ich das, mach ich den hier. Und dann wechsle ich auf mein Gewehr. Boing! Bam! Also jetzt habe ich einen getötet. Ich weiß nicht, ob du gerade einen gekillt hast. Doch, ich habe den geplättet, der da stand. Na, das könnte was sein. Ich räume dir einen Weg frei. Ah, okay. Ich hab verstanden. Ja. Au! Ich hab Scharfschützen. Die musst du jetzt erledigen. Wie? Die haben Scharfschützen. Ja, wie es halt dann einfach gerade hängen bleibt. Alter, wie kann der da was schmeißen? Scheiß Lackaffe. So. Und tschüss. Heißt da und tschüss? Ich bin da nicht. Jetzt wäre ich endlich so weit gewesen zu schießen und da machst du ihn platt. Du musst wieder, die peilen mich wieder an. Ja, wenn ich wüsste, wo die sind. So. Es sind... Mann, da kommen immer mehr Leute. Ich werde wieder angepeilt. Kann gerade nicht. Schön, wie das durch die Wand durchgeht. Blink, 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 blink. Schon mal was von Schutz gehört? Ja, aber wenn keine Waffe. Deswegen solltest du trotzdem im Schutz bleiben. Au. Mensch, ich knall einen ab. Ich fürchte, die sind gleich bei der Partner, bei der Person, die wir beschützen sollen. Zumindest stehen da einige in der Nähe. Ach, das sind noch gar nicht die, die ich anpeilen soll. Da schießt einer mit einer Panzerfaust auf mich. Sobald du weißt, wo er ist. Au! Dreh dich um und. Töte ihn! Ich kann da nicht wirklich viel machen. Achso, du bist verreckt. Ich kann da nicht viel machen. Ich bin, auf einmal ist meiner vorgelaufen, wo ich eigentlich, ich bin hinter einer Mauer gestanden, guck nur auf X, dass ich, guck gar nicht, hab mich nicht bewegt, nur auf X und er läuft mitten in die Gegnermasse rein. Und ja, dann ja, weil er halt was zwischen den angepeilt hat. Ja, aber... Er musste immer drauf achten, wo das blaue Symbol ist. War gar nichts. Der war so da gestanden, so. Und dann drücke ich auf A und auf einmal läuft der los und läuft mitten da rein. Ja, dann hat er da was angepeilt. Ja, aber ich habe nichts Blaues gesehen, das war das. Das siehst du auch nicht immer. Das ist jetzt schlimmer. Ja, super. Ja, deswegen meine ich ja, dass du dich immer von Punkt zu Punkt nach vorne robben sollst. Ja, ich habe ja geguckt, ich wollte ja von der Mauer weggehen, weil das ja so um die Kurve ging. Und ich wollte ja von der Kurve weg, dass ich um die Kurve gehen kann. Du musst da... Nee, 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 up.
Moment. Ich hab gerade noch alles die Waffe gewechselt. Jetzt? Alles okay jetzt? Nein, okay, ist hier gar nichts. Warum haust du so gut hier raus? Weil jetzt gerade keine gekostet hat. Wir müssen noch gleich Schüsse und dann... worauf der schießt. Beeilt euch. Ja. Bitte. Ich kann nicht so gut zielen. Komm, hilf mir rüber. Du willst doch nur unsere Kontaktperson beeindrucken. Du weißt, dass ich in festen Händen bin. Seit wann? Warte mal, der hellere Stimme bist okay. Du. Also bist ich bin du unterwegs in festen nach oben. Händen, ne? Ja. Glück brauche ich keinen. Lehrbuch, sag ich nur. Okay. Steht der Kerl wieder vor dir? Nein, sind beide tot. Okay, dann Moment. Oh, da kommen noch welche. Aber die sind auf einmal weg. Bravo. Geh ihnen helfen. Ich räume dir den Weg frei. Wow. Alter. Alter, ich hab dir so seine Machete ins Gesicht gerannt. Ah, verdammt! Nach den ersten Vieren immer darauf achten, ob auf mich gezielt wird. Ich hab's vergessen. Ich hab gerade die Machete genau zwischen die Augen gerannt. Ja? Richtig schön. Ah, richtig schön. Hirnfiletieren für Anfänger. Hirnfiletieren für Anfänger, erster Schnitt. Ja, ich wollte den Kleinhirn entfernen, weißt du? Das Kleinhirn? Hättest du ihn mal hinten reinrahmen müssen? Ja, das weiß ich nicht. Ah, ja, für Anfänger. Aber im falschen Kurs gegangen. Philadelphia, nein, dänische Spezialitäten. Oh Gott. Ich glaube, ich wechsle dann später doch mal meine Waffen. 3, 2, 1, los geht's! Scharfschütze! Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt! Komm! Beeilt euch, bitte! Komm, hilf mir rüber! Du willst doch nur unsere Kontaktperson beeindrucken. Du weißt, dass ich in festen Händen bin. Seit wann? Okay, ich bin unterwegs nach oben. Viel Glück, Kumpel. Danke, Glück brauche ich keins. Jetzt schießt er auf nichts mehr. Okay, ich sehe einen Truck. Sag mir, wenn die vor dir sind, dann mache ich sie mit dem Kram fertig. So ist es. Wir haben das Kartell am Hals. Jetzt. Ja, dürfte wehgetan haben. Au! Die zwei hast du geblättert. So. Ja, wechsle halt dann mal Muni. Ernsthaft. Ach komm, so weit feder deinen Scharfschützen-Schuss doch auch nicht weg. Wenn ich da wirklich an der Ecke gewartet habe, dass der Typ um die Ecke läuft. Hä? Wie geht das denn? Was denn? Die merken, wie ich mich bewege. Ja, die können durch die Mauer durchgucken. Ja, offensichtlich. Schau dir das an. Ich bin hier direkt dazwischen und die können da durchleuchten. Ich kann gerade nichts machen. Wir sind gerade die Hände gebunden. Ja, nee, ist in Ordnung. Ich dachte, wo der Sniper ist, da weit unten. Kann ich mal Atem Anhalt machen. Schon, das beherrsche ich momentan noch nicht so wirklich. Okay. So. Jetzt zielen sie wahrscheinlich wieder auf mich. Also das kannst du jetzt ein bisschen lernen. Ich meine, jetzt haben wir genug Zeit. Haha. Ah, die haben mich angeflimmert, okay. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht sterben. Ja, ich warte jetzt, bis ich mich regeneriert habe. Und bis die... Also komm, das ist doch nicht... Das ist doch nicht realistisch. Die müssten...
Mich doch ein bisschen verlieren. Hier. So. Stehst du? Au! Aber wenigstens ein weiterer geplättet. Zwei Leben. Noch, ich hoffe, du kommst gut durch. Oder soll ich dir irgendwie helfen? Nö, nö. Sicher? Ja, ja. Solange mir nicht die Muni ausgeht, ist alles okay. Ich sehe schon wieder flimmern. Verdammte Scheiße, ich hab's geahnt. Fiona, deine Freundin ist tot. Verflucht! Das wäre ein Ziel, das wir erreichen hätten können. Ach, das war nicht. Alter, ich habe gerade keine Ahnung gehabt, wo die Granate lag. Die zielen schon wieder auf mich, ich kann gerade nichts machen. Ja, dann bleib hinten. Ja, jetzt flippt's gerade nicht. Au! Au, au, au. Weißt, allein schon wie die rumlaufen. Hätte ich nicht gedacht, dass die ihre Bösewichte so gestalten würden. Hätte ich wirklich so nicht erwartet. So, bei mir flimmert's wieder. Nein, nicht so reinrutschen. Geh zurück. Geh wieder raus. Ich weiß, dass jetzt halt nur zwei Leute da sind, deswegen, weißt du. Du stehst trotzdem mitten im Feld drinnen. Das waren vier. Einer weniger. Ja, den habe ich ein Handy gegeben, lol. Schon wieder einer von denen. Okay, offensichtlich kriege ich jetzt öfter Besuch. Das ja. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe eine Granate abbekommen und dann war es nur noch weiß bei mir. Ihr habt doch gesagt, lauf nicht ins Feld rein. Ich habe nichts gemacht. Hinter mir ist eine Granate gewesen. Dann habe ich wieder nach links geguckt. Dann ist er nur zwei weiter nach links gelaufen. Und dann habe ich nichts mehr gesehen. Und dann ich habe dir trotzdem gesagt, dass du wieder zurückgehen sollst. Ja, aber wenn ich nicht mal mehr Gegner sehe und trotzdem Granaten fliegen von vorne. Ich sehe die Granate von vorne fliegen, aber wo keine Gegner stehen. Ja, Granate kommt aus dem Nichts. Dann ist der Gegner halt hinter einer Barrikade gestanden. Dann musst du trotzdem weiter zurückgehen. Die Granate nicht mehr aus dem Granate, die kam aus dem Boden raus. Dann ist trotzdem egal. Dann ist da irgendwo noch ein Gegner. Aus dem Boden, ja, klar. Dann ist da trotzdem irgendwo ein Gegner. Dann gehst du zurück und wartest, bis er aus der Deckung kommt. Das Problem ist, da fliegen so viele Granaten. Dann bleib halt die ganze Zeit außerhalb von dem Kampfbereich. Scharfschütze! Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt! Beeilt euch! Bitte! Komm, hilf mir rüber! Du willst doch nur unsere Kontaktperson beeindrucken. Du weißt, dass ich in festen Händen bin. Alter, wie oft willst du den Satz noch sagen? Wir wissen, dass du eine Freundin hast. Findest du jetzt cool? Jedes Mal, wenn wir es vergeigen. Vergiss es. So, sag mir wieder, wann ich sie plätten soll. Moment. Da müssen zwei Männer sein. So ist es. Wir haben das Kartell am Hals. Jetzt. Das klang. Da hat man schön beide gehört. Zu einfach. ja. Mehr oder weniger. Au! Die und ihre Scharfschützen, wie viele haben die denn da? Siehst du, wie viel da rumfliegt bei mir? Ja, da bleibt ein bisschen außerhalb erstmal, wenn du das sagst, dass da immer so viele sind. Ja, ich denke mir halt zwischendurch, wenn ich dann zur Seite gegangen bin, hat's Flimmern halt aufgehört, weißt? Oder sie haben mich nicht mehr irgendwie wahrgenommen. So, wieder einen erwischt. So, jetzt muss ich da hinten wieder. Die zwei sind gestorben. Geh voran. Warum gehst du voran? Weil ich weiß ganz genau, wenn die zwei tot sind, dass da keiner mehr ist. Hat sich gerade gezeigt, dass dem nicht so war. Ja, aber hinter mir war noch eine Granate und anscheinend hat mich die dann nur umgebracht. Die muss auch jemand geworfen haben. Ja, das Geile ist, der Typ ist umgeflogen, tot umgeflogen, weil ich drüber still Kill stand. Ja. Ja, und dann ist er auf einmal im nächsten Abteil so ungefähr, ist er wieder lebendig und schmeißt eine Granate. Die sehen alle gleich aus.
Ich weiß, dass da nur zwei kommen. Ich kenne den Weg jetzt langsam so ein bisschen auswendig. Dann sollten wir es langsam mal schaffen. Ja, einmal hat es wegen der Dings jetzt nicht geklappt, das zweite Mal wegen der Sicht, weil ich gar nichts sah. Wir finden unsere Gründe. Die zwei Rechten, die zwei Linken. Was? Und du die zwei Rechten, nicht die zwei Linken, ja. Okay. Scharfschütze! Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt! Beeilt euch! Bitte! Komm, hilf mir rüber! Du willst doch nur unsere Kontaktperson beeindrucken. Du weißt, dass ich ihn fest kenne. Einbilden? Seit wann? Okay, ich bin unterwegs nach oben. Viel Glück, Kumpel. Danke. Glück brauche ich keins. So, jetzt hat er mich nicht mal getroffen. Okay. So, wie gehabt. Einen großen Grün. Ja, hau raus. Da bist du zwei Männer. Wo ist es? Wir haben das Kartell am Hals. Scheiße. Bravo. Geh ihnen helfen. Ich räume dir einen Weg frei. Da kommen zwei. Au. Eigentlich ein Läufer und ein anderer Typ. Dann kommt hier jetzt um die Ecke gleich einer. Da hinten steht einer. Nein, jetzt lass dich erstmal regenerieren. Da sind zwei. So geht das, Mann. Da sind zwei. Dann wirft gleich eine Granate. Und ja, jetzt hänge ich fest und komme nicht mehr weg. Ich habe ein paar klein gekriegt, aber da fehlen mir noch zwei. Ja, ich bekomme Dingert nicht klein. Ah, haben Eddie gegeben. Komm, wenn ich den letzten jetzt noch hinkriege, dann haben wir ein Nebenziel geschafft. Der ist hinter einer Mauer. Ach, verdammt, die zielen wieder auf mich. Das ist der auf mich zielt. Ah, der schießt auch einer auf mich. Ach, der schießt doch da. Oh Gott, das sind ja nochmal vier. Kommen denn dann noch? Ja klar, übertreibt es doch nicht. Ernsthaft? Wie sollen wir die denn dann retten? Die schaffe ich alle nicht alleine mit dem Scharfschützengewehr. Ja, geh in Schutz. Der ging nicht. Da, ich habe gedrückt. Der geht da nur blöd rum. Der geht da nicht in den Schutz. Sobald eine Granate in der Nähe ist, geht der nicht mehr in den Schutz. Dann solltest du bei dem Schutz vielleicht nicht mehr herausgehen, wenn du dort bist. Ja, ich muss da vorwärts gehen, weil sonst kommen die da nicht raus. Wenn ich die zwei umgebracht habe, dann kann ich erwarten. Aber ich muss erst ein paar Schritte vorwärts gehen, dann kommen die nächsten beiden. Ja, aber dann kommst du nicht mehr in deinen Schutz zurück. Nein, ich war ja, da war das Ding und ich stehe hier. Und ich gehe immer da so kurz und dann gehe ich wieder so zurück, dass ich da wieder hinspringen kann. Aber das will er dann immer. Ja, dann warte halt lieber. Das war echt totaler Mist. Hast mal länger gewartet? Ja. Und dann kamen sie nicht. Nee, die sind erst, nachdem ich kurz nach vorwärts gegangen bin, sind die dann wieder gekommen, weil ich mir dann auch gedacht habe, scheiße. Ja, wenn du eine Ahnung hast, wo die ungefähr stehen, dann könntest du ja eine Granate versuchen zu werfen. Okay. Ja. Drei, zwei, eins, los! Ich meine, wenn eine Granate sie nicht aufschreckt, dann was sonst? Scharfschütze! Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt! Beeilt euch! Bitte! Komm, hilf mir rüber! Du
Bist es irgendwie schon gewohnt, oder? Kontaktperson da. Ja. Du weißt, dass ich in festen Händen bin. Seit wann? Okay. Ich bin unterwegs nach oben. Viel Glück, Kumpel. Danke. Glück brauche ich keins. Okay. Es läuft aber immer flüssiger. Immerhin. Sag mir, wann ich soll, ne? Ja, warte, warte. So ist ja, hau rein. Wir haben das Kartell am Hals. Das ist immer so eine Genugtuung. Geh ihnen helfen. Ich räum dir einen Weg an. Alter, wie die wegfliegen bei dir. Das ist irgendwie heftig. Maximale Durchschlagskraft. Weißt du, und wenn ich den dann mal im Visier hätte. Ah. Sag mal, worauf soll ich mit dem. Wie soll ich mit dem Ding eigentlich ziehen? Ich dachte, die Spitze von dem Ding wäre das, was ich anpeile. Ah, scheiße. Au. Jetzt habe ich noch nicht mal geschossen, wer dann geflimmert. Ja. Verreckt halt dann. Alter, jetzt kommen da zwei? Verdammt! Leck mich. Geh endlich drauf! Und jetzt weg. Sehr gut. Ein Treffer musste ich hinnehmen, aber ich habe drei erledigt. Okay. Das Problem ist halt, selbst wenn ich es schaffen sollte, die alle zu erledigen, dann kommt da einfach nochmal ein Schwarm von 4-5 Leuten. Mhm. Und irgendwann kann ich nimmer. Mein Fadenkreuz war rot, jetzt geht rauf. Der will gerade einfach nicht. Verstecken die sich anscheinend so gut, dann geht das nicht. Tja. Und wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn das Fadenkreuz nicht rot wird und man trotzdem treffen kann. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden. Im Kopfschuss lande ich, wenn das Dreieck von meinem Schuss so aussieht, als hätte der Gegner so einen asiatischen Bauernhut. So ein Sombrero. Ah, so, ja, genau. Dann mache ich einen Kopfschuss. Ist es wirklich so? Das liegt nicht da, wo sich die Striche treffen, sondern knapp drunter. Was ich wirklich super finde. Und ich sollte im nächsten Mal herausfinden, wie ich reinzoomen kann. Ah, jetzt hat er das angenommen. Verdammte Scheiße, ich hab's geahnt. Fiona, deine Freunde sind tot. Bravo, einen Moment. Komm und hier aufräumen. Geht klar. Sag mal, wie oft soll ich noch mit roten Fadenkreuz ballern? Moment, ich hab die Panzerfaust direkt vor der Linse gehabt. Ah. Kommt noch ein zweiter. Weiß ich. Verdammt! Ich glaube, der ist irgendwo bei dir in der Nähe. Ja, ja, bei mir kommt gleich noch. Das weiß ich schon. Von dir lasse ich mich nicht kriegen. Vergiss es. Ich gehe wieder auf meinen Posten. Ich weiß es nicht.
Wo ist der? Geh zurück. Ja, hol dich kurz und dann geh wieder zurück. Die scheiß Panzerfaust. Moment, ich suche ihn. Ich hab den vorher noch vor der Linse. Ja, ich hab ihn. Ist nur aufstehender Typ. Der da. Ja. Hab ihn erledigt. Okay, perfekt. Der macht dir keinen Ärger mehr. Ugh. Aber dafür haben die mich jetzt im Visier. Nicht ins Feld rein. Ja, ich da. Jetzt halt. Die kommen schon. Nein, jetzt halt. Ich glaube, du solltest das Zielfernrohr von deinem Teil wieder abmontieren. Ja, glaube ich auch. So wird das nichts. So, gehen wir mal wieder auf Gegnersuche. Verdammt. Ja. Achso, das war bei dir. Ja, lad halt nicht nach. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Hm? Ich sollte ja eigentlich runterkommen. Nee. Ja, das war so eine gute Sniper-Position. Ich dachte, ich müsste da weitermachen, aber hier ist ein Weg aufgegangen. Ach ja, klar. Deswegen ist auch der andere Typ in der Machete auf mich zugelaufen. Der kam nämlich von hier. Dann gibt das Sinn, oder? Ist richtig. Nimm dir irgendwas zur Deckung, aber versteck dich. Nein. Ah, mein kleines persönliches Schlachtfeld. Ah, ich hab ein großes. Seltsam, dass ich nicht neidisch bin. Wenn halt die Granaten mal angezeigt werden, wo die genau sind und nicht so Pi mal Daumen, du wärst ja mir sowas von lieb. Jetzt geh nicht zum anderen rüber, sondern steh auf und... Ach Gott. Ich kann so ein bisschen nachfühlen, wie es dir da teilweise geht. Katzenkerle mit ihren Macheten. Gehen auf den Sack. Auf jeden Fall. Irgendein ballert da auf mich. Ich weiß noch nicht von wo. Sag mal. Hab ich da einen hinter mir vergessen? Nö. Ach, da bist du, mein Freund. Okay, nächstes. Weißt du, wenn wir nicht so ein getrenntes Terrain so sieht hätten, das aus. Wo die Gegner so nervig kommen, hätte ich eigentlich gesagt, okay, machen wir Overkill, aber ich glaube, das wäre eine falsche Entscheidung. Hm. Die sind noch nicht alle erledigt. Ach, das bist du. Ach so, ich wäre von der anderen Seite gekommen, okay. Granaten. Du müsstest hier eigentlich auch irgendwo sein. Ja, ich war bei dir gerade. Ich hab dich gerade gesehen. Ich suche ja nur gerade nach Munitionspäckchen, aber ich sehe nichts. Ich suche den Truck. Nach was? Keine Ahnung, nach irgendwas Brauchbarem. Hatten deine Freunde eventuell was Zünftiges dabei? Zünftig? Sieh dir das mal an. Was habt ihr gefunden? C4. Jede Menge. Das könnte euch helfen. Ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen... Drauf! Ja, machen wir Pause davor, vor! Ja, ja. In der nächsten Folge werden wir uns mal um diese Schlacht hier kümmern. Oh. Endlich weiter. Endlich. Gut, dann geht's damit weiter in der nächsten Folge von Army of Two, The Devil's Cartel. Ich bin Xi. Ich bin Edgefall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.